Nur noch wenige Wochen, dann haben wir die Qual der Wahl. Am 26.09. sind wir aufgefordert, unser Kreuz zu setzen und das an die richtige Stelle, so wie das jeder empfindet. Aber es ist ja sehr, sehr spannend. Unsere Mutti Angela Merkel geht ja in den wohlverdienten Ruhestand. Ja, und wer soll jetzt die Rolle des Kanzlers übernehmen? Wir haben mal nachgefragt, wie sehen Sie das? Wird es eine spannende Geschichte oder sind Sie sich sicher? Ist es eine Personenwahl oder geht es noch um Politik? Was meinen Sie? Es ist ganz klar eine Personenwahl aus meiner Sicht. Und deswegen weiß ich schon, wen ich wählen werde und wen auf keinen Fall. Wissen Sie das auch schon? Ist die Entscheidung auch schon gefallen? Ich schließe mich an. Ich denke mal, das ist eine persönliche Sache, die hat mit Politik wenig zu tun. Das ist meine Meinung. Es sind ja unterschiedlichste Charaktere dabei. Ungleich, wie kann man da die Sympathiepunkte verteilen? Was denken Sie? Ist für mich sehr schwierig. Ich weiß noch nicht, wen ich wählen soll. Keine Ahnung. Machen Sie denn Briefwahl oder setzen Sie sich am 26. hin und grübeln weiter? Immer Briefwahl. Okay, also das heißt, in aller Ruhe guckt man sich an, wo man sein Kreuzchen machen kann. Haben Sie eine Prognose? Was denken Sie, wie wird es ausgehen? Es ist ganz schwer. Das ist ganz schwer. Also ich denke mal, dass dieses Prozentekarussell, der dreht sich noch ein paar Wochen. Ja, denkt man irgendwie überhaupt, dass es spannend wird oder sagen Sie eigentlich, Deutschland müsste wissen, was es tut? Tut es eben nicht. Zumindest die Wahl deutet darauf hin, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und wenn ich mir die Wahlplakate ansehe, da passiert vieles, was mit unseren eigentlichen Problemen nichts zu tun hat. Und das bemängel ich. Ist es eine reine Personensache? Frau Merkel hört ja jetzt auf oder geht es noch um Politik? Wie sehen Sie das? Persönliche. Haben Sie sich denn schon entschieden oder sagen Sie, man hat wirklich die Qual der Wahl? Ja, wenn ich davor stehe, wird es mir kommen erst. Also das heißt, Gedanken richtig gemacht hat man sich nicht? Nein, im Moment noch nicht, nee. Bundestagswahl ist angesagt. Wird es schwer oder haben Sie schon, also wird es eine Personenwahl oder geht es noch um Politik? Ach, ich denke, es geht auch um die Person. Wenn eine sympathisch ist und noch gut rüberkommt, dann kann man den auch wählen. Ohne dass Sie mir jetzt verraten, was Sie wählen, sind Sie schon, also ist Ihre Entscheidung schon gefallen oder ist es doch schwer? Große Teil, ja. Und ich habe auch schon die Briefwahl angemeldet, also es läuft. Meinen Sie nicht jetzt, wo Mutti Merkel aufhört, dass es jetzt irgendwie schon eine Sympathiefrage ist von den neuen Kandidaten? Was meinen Sie? Garantiert. Haben Sie sich denn schon entschieden, ohne mir jetzt zu sagen, wen Sie wählen, oder wird es schwierig? Denkt man noch drüber nach, was man am 26. macht? Ich habe mich noch nicht entschieden. Und Sie? Ich auch nicht. Also das heißt, es wird spannend. Machen Sie Briefwahl oder gehen Sie... Briefwahl.